Hallo Leute und herzlich willkommen. In diesem Short-Tip zeige ich euch, wie ihr euren Trabantvergaser reinigt. Und genau, das fängt einfach damit an, dass wir den erstmal ausbauen müssen. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Modelle. Einmal haben wir den Kollegen, das ist der alte Blockvergaser. Und hier dürfte der Sparvergaser drin sein. Und genau, wir fangen einfach mal an mit dem Ausbau. Dafür müssen wir einmal. Moment. Hier unseren Kühlergrill losschrauben. Das sind eigentlich nur die zwei Flügelschrauben, nenne ich es mal. Dann können wir den jetzt eigentlich einfach so rausnehmen. Den lege ich mir dann immer einfach hier irgendwie ein bisschen beiseite. Passt auf mit der Batterie, dass er da nicht irgendwie die Pole kurz schließt. So zum Beispiel, da ist es aus dem Weg. Das hier kann man dann auch erstmal abstecken. Sich hier irgendwie beiseite legen. Und genau, da sehen wir auch schon unsere Kollegen. Das ist hier der Sparvergaser. Ich persönlich bevorzuge den Blockvergaser, da der in meinen Fällen immer besser lief als der Sparvergaser. Spritverbrauch mag sein, dass das ein bisschen geringer ist mit dem Sparvergaser, aber das merkt man, finde ich, dann einfach daran, dass der Motor einfach wesentlich schlechter läuft, untenrum weniger Leistung hat. Deswegen, ich persönlich bin eigentlich eher der Blockvergaser-Fan und genau. Nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt beide Vergaser mal genau im Detail an und kümmern uns darum, dass wir die beide reinigen, sodass die beide wieder, sag ich mal, so laufen, wie sie laufen sollen. Und genau, das machen wir jetzt. Dafür müssen wir einmal noch hier die Benzinleitung abschrauben. Hier geht es noch über das Mäusekino. Die meisten haben das dann quasi überbrückt hier, weil es da auch häufig mal Probleme gibt und das die Brandgefahr erhöht. Und genau, was müssen wir dann noch machen? Hier hinten sind dann diese zwei Muttern, die müssen gelöst werden, damit wir den Vergaser abbekommen. Das ist immer ein bisschen schwer daran zu kommen. Also das ist ganz schönes Gefummel und ja, da gibt es jetzt nicht viel zu sagen. Ihr müsst es einfach probieren und vielleicht soll ich irgendwie einen Schlüssel extra dafür kürzen oder so, dass er an diese Muttern rankommt. Ja, es ist auf jeden Fall immer ziemlich eine blöde Aktion, aber genau. Ich versuche das jetzt einfach mal auszubauen und gebe euch dann nochmal Bescheid. So, es fühlt sich auf jeden Fall bei den Vergasern immer, dass man den, bevor man die ausbaut, muss man eigentlich diesen, sag ich mal, Schuh abschrauben. Das ist eigentlich nur eine Schraube hier an der Seite. Hier ist es eine Imbusschraube bei dem Vergaser. Bei dem anderen ist es hier zum Beispiel eine Schlitzschraube. Das hat sich natürlich eben ein bisschen geändert im Laufe der Zeit. Ja, des Weiteren müssen wir dann mal gucken, weil ja hier auch der Choke mit eingehangen ist. Beziehungsweise die untere Klappe. Das ist ja irgendwie mit einer Klappe hier gemacht. Bei dem und genau, da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das selber so abgenommen bekommen. Gelöst habe ich es schon. Und wenn man es ein bisschen rüttelt, zack, ist das auch schon ab. Jetzt müssen wir das noch hier irgendwie abbekommen, also diese Führung und eventuell den Bautenzug, damit wir das auch ausgehangen bekommen. Das wäre dann hier diese kleine Schraube, das ist glaube ich 7er Schlüsselweite. Genau, und dann kann man den Bautenzug abnehmen und hier hinten ist das eigentlich nur eingesteckt. Müssen wir mal gucken, ob wir das rausbekommen. Es kann sein, dass er wie so ein kleiner Splint ist, das sieht man jetzt hier gerade nicht, weil es so verschmandet ist alles. Genau. So, das hier ist unser Chokezug. Und das ist unser Gaszug. Genau, und die sind halt irgendwie bei dem Vergaser mit gekoppelt. Ich habe den jetzt tatsächlich selber noch gar nicht so in Benutzung oder. Ja, genau das Modell hatte ich noch nicht. Es gibt ja schon einige Modelle, nicht nur zwei. Aber ja. Fakt ist, der Schuh muss ab, dann müssen wir das hier irgendwie aushängen und dann können wir den
den Schraubzug abmachen. Den Gaszug muss man logischerweise aushängen. Und dann kommen wir irgendwann auch hinten an diese Schraube ran. Also an die eine bin ich schon ein bisschen rangekommen. Ne, hinten an die noch nicht. Dann muss auf jeden Fall das, ja, der Gaszug hier aus dem Weg. Und genau, dann machen wir es weiter. So, genau. Den Schuh kriege ich jetzt hier nicht komplett ab. Das lässt sich hier irgendwie nicht aushängen. Das ist hier, glaube ich, dass es nur in bestimmten Positionen rausgeht. Und ich sehe das jetzt von hier einfach schlecht, weil das alles so voll geschmantet ist. Was ich mir jetzt gemacht habe, oder was ich mir genau dafür gemacht habe, ist quasi einfach ein 13er Schlüssel, den ich mir hier abgesägt habe und gerade habe, dass man sich nicht verletzt. Und damit kommt man eigentlich ganz gut an diese, ja, Mutternähe hinten ran. Und im Idealfall bekommt man die damit auch gelöst. So wie das jetzt bei mir der Fall ist hier. Zack, habt ihr gesehen, hat sich gerade gelöst. Und dann kann man die eigentlich einfach mit der Hand, so mit so einem Finger abdrehen. Dadurch, dass das alles hier immer super schmierig ist, geht das auch eigentlich immer relativ leicht. Und genau, das mache ich jetzt hier. So, wenn ihr die Muttern beide abhabt, habe ich jetzt dieses Teil hier so ein bisschen nach oben geschoben. Und jetzt sollten wir mit etwas Gewackel eigentlich in der Lage sein, unseren Vergaser hier abzuziehen. Und zack, da ist er schon draußen ausgebaut. Und da ist der Vergaser draußen. So. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Was mir aufgefallen ist, hier fehlt die Schraube von der Lichtmaschine. Natürlich auch nicht so ideal. Genau. Und wie beginnt man jetzt mit so einer Reinigung, wenn der Vergaser so aussieht? Also ich persönlich bin immer dafür, man macht es gleich ordentlich. Man könnte natürlich jetzt hier auch, da müsste man den nicht mal unbedingt ausbauen, einfach nur die paar Düsen, die der Vergaser eben hat, rausschrauben, die mal durchpusten, dann würde er eventuell wieder laufen. Das wäre vielleicht so eine Quick-Fix-Reparatur, wenn man unterwegs ist und jetzt keine Zeit hat. Genau, oder man macht es halt ausführlich, sodass der Vergaser danach auch wieder gut aussieht. Und ja, wir fangen dann einfach mal mit einem davon an. Wir haben jetzt hier zwei Beispiele. Einmal das Beispiel, stand ewig in der Scheune, ein bisschen verdreckt. Und das andere Beispiel ist ewig rumgefahren worden mit immer ein bisschen was ausgesifft, alles voll geklebt mit übsten Schmodder. Und genau, wenn die so schlimm aussehen, dann empfiehlt es sich eventuell, wenn man einen Kercher hat, die erstmal grob abzukerchern. Bin ich jetzt auch immer überlegen, das zu machen, aber es ist Sonntag, deswegen möchte ich jetzt hier ungern so laut machen. Sprich, wir werden das aber jetzt mal ohne versuchen. Und genau, was benötigen wir dafür? Auf jeden Fall eine ganze Menge Bremsenreiniger und im Idealfall irgendeine Bürste. Es kann eine alte Zahnbürste sein oder ihr habt so eine kleine Drahtbürste, so eine Handdrahtbürste oder so. Das eignet sich ganz gut. Und genau, ich bewaffne mich jetzt mit Bremsenreiniger und so einer Bürste und dann schauen wir mal, was wir hier äußerlich zumindest schon mal machen können. Ja, ich hoffe mal, man sieht es jetzt hier halbwegs gut. Genau. Wir haben jetzt hier, ich habe jetzt hier mal irgendeine Art Schale genommen, weil die Dinger sind jetzt wirklich so dreckig, dass es hier eine ziemliche Verschwendung wäre, jetzt hier groß mit Bremsenreiniger alles zu reinigen. Da geht locker ein Liter weg. Und da habe ich jetzt einfach hier einen Kanister, wo ich weiß nicht genau. Ja, hier ist noch Sprit drin. Ja, ganz normal Benzin. Und jetzt kippen wir einfach mal. Drüber. So. Das ist jetzt vielleicht ein halber Liter oder so, wenn überhaupt. War auf jeden Fall nicht viel. Und ihr seht schon, wie braun das Ganze ist. Das Zeug eignet sich prima und ich hole mir jetzt mal kurz noch einen Pinsel, dass ich hier noch ein bisschen. Das heißt, ich habe mir schon mal diese Bürste hier zur Seite gelegt, die ist aber dann eher für später. So, und dann nehme ich mir jetzt einfach hier einen Pinsel, fange jetzt mal mit einem davon an, so viel Platz hier verschwenden. Und damit lässt sich das ja eigentlich prima schon mal so ein bisschen reinigen, ne? Also einfach hier mit dem Pinsel Benzin richtig schön über die Flächen drüber gehen. Und das ist jetzt einfach ein bisschen eine Geduldsarbeit, das dauert natürlich, das ist nicht von jetzt auf gleich gemacht.
Aber hier, wenn man hier ein bisschen dran rumschrubbt und so, lässt sich der ganze Schmodder doch ganz gut lösen. An manchen Stellen ist es wirklich extrem. Und da muss man dann nochmal mit einer bisschen aggressiveren Bürste rangehen. Oder sich das einfach vorher mit einem Schraubenzieher. Hier, also, das ist ja wirklich richtig dicker Schmand. Mit dem Schraubenzieher quasi alles abkratzen hier. Damit man den ganzen Scheiß hier runter bekommt. Hier sitzt auch richtig der Dreck drin. Das kann man sich halt, wie gesagt, so auch vorlösen. Und ich mache das einfach mal. Ich schrubbe jetzt hier alles mal richtig sauber. Eine Timelapse und genau, viel Spaß. Ist äußerlich schon mal gereinigt. Also guckt euch das mal an, wie der jetzt aussieht. Er hat natürlich hier in irgendwelchen kleinen Ritzen jetzt immer noch Dreck. Man hätte jetzt hier noch mehr Zeit investieren können. Meiner Meinung nach ist das jetzt aber so völlig ausreichend. Also ja, hier und da sind noch Stellen, hier zum Beispiel bei dem Schieber, das könnte ich mir nochmal vornehmen. Aber wenn man sich jetzt den Vergleich anschaut, von dem zu dem und der sah noch nicht mal schlimm aus, wie der hier aussah vorher. Dann ist es, denke ich mal, ziemlich gut schon. Genau. Und mit so einem Vergaser kann man dann halt auch arbeiten. Vor allem, weil man dann auch sieht, was man überhaupt für einen Schlüssel braucht, um die jeweilige Schraube zu drehen. Vorher hat man ja gar nicht mehr die einzelnen kleinen Schrauben hier oder so weiter gesehen. Die sind ja alle vom Dreck völlig überdeckt gewesen. Hier drinnen hängt es noch ein bisschen... Überreste von dem Pinsel, die muss man dann händisch natürlich noch irgendwie entfernen. Genau. So sieht das Ganze aus. Soweit nicht schlecht. Ich mache jetzt noch weiter mit dem hier. Und genau, dann kümmern wir uns um die interne Reinigung, weil so kann ich ihn jetzt wieder einbauen, wird vermutlich immer noch nicht richtig laufen. Denn wir haben ja innen vom Vergaser, worauf es ja eigentlich drauf ankommt, noch gar nichts gemacht. Außer jetzt das hier vielleicht ein bisschen. Aber das wird nicht uns helfen, dass der besser läuft jetzt. Sprich, wir müssen den auseinandernehmen und das machen wir jetzt, nachdem wir den ja sauber gemacht haben. Und los geht's. So. Weiter geht's. Fangen wir mit dem hier an. Wir haben hier verschiedene Schrauben. Ne? Das ist unsere Gemischeinstellschraube, mit der wir später auch das Standgas einstellen können. Die schraube ich jetzt einfach mal komplett raus. Das mal angucken. Ihr seht, die sieht gar nicht so schlecht aus, hat hier so ein bisschen Dreck. Und genau, das mache ich jetzt einfach mal ein bisschen sauber. Zack. Und damit haben wir das. Die können wir wieder reinsetzen. Man kann natürlich auch mal gucken, dass es hier drin auch möglichst sauber aussieht. Vielleicht hier nochmal Bremsenreiniger durchspritzen. Und dann ist sowas aber auch, ist auch fertig, der Part. Ich bringe jetzt das irgendwie wieder rein. Das Einstellen müssen wir dann am Ende machen. Genau. Weiter geht's. Bei dem Vergaser sehe ich jetzt auf der Seite hier keine Düsen direkt. Wir haben hier noch eine Schraube, die können wir mal rausdrehen. Mal gucken, was das ist. Das scheint nichts weiter als eine normale Schraube zu sein. Also hier ist nicht irgendwie eine Düse oder so drin. So, mal gucken, ob ich ein bisschen sauber machen kann. Machen wir jetzt weiter hier. Schrauben wir die Schwimmerkammer auf und hoffen mal, dass sie nicht ganz so schlimm aussieht wie in unserem Blockvergaser. So, Moment der Wahrheit, zack. Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Besser auf jeden Fall als bei unserem
ja, Blockvergaser. Jetzt kann man ja gleich mal folgende Sachen kontrollieren. Also der Schwimmer sieht soweit gut aus. Scheint auch dicht zu sein. Und wenn man jetzt mal hier reinpustet, kann man kontrollieren, ob das Nadelventil dicht ist. In dem Fall ist es dicht. Der ist auch nicht ausgelaufen, der Vergaser. Das Ding hat bloß gar kein Standgas gehalten und ja, ist auch ständig wieder ausgegangen dann nach einer Weile, weil der irgendwie ja, vermutlich keinen Sprit mehr bekommen hat oder so. Was haben wir jetzt hier? Wir schrauben jetzt hier die Düse raus. Hier geht es auch noch. Der ist wie gesagt noch nicht so schlimm wie der andere. Und jetzt müssen wir mal gucken hier. Man sieht, das hier so kleine Löcher. Und im Idealfall sind die alle frei. Wenn man Pech hat, ist es nicht so. Versuche hier mal ein bisschen Dings durchzujagen. So muss es aussehen, dass aus jedem Loch ein Strahl rauskommt quasi. Und sprich, die ist sauber. Jetzt gehen wir nochmal hier durch die Kanäle durch. Dass das soweit alles sauber ist, können wir die wieder reinschrauben. Gehen ja, gucken wir auch so durch. Da ist auch ordentlich der Keim drin. Mal gucken, ob wir das noch ein bisschen rausbekommen. So. Gerade haben wir jetzt den groben Rotz heraus. Hier unten sitzt noch eine kleine Düse drin. Ich versuche mal an der Stelle auch mal rauszudrehen. Klappt. Ja. Mama, machst du jetzt Vergaser rein? Ja, hau ab. So, hier auch nochmal durchpusten, durchsprühen. Die ist soweit auch frei. Man kann nur Folgendes machen, wenn man die trocken hat, dass man die mal gegen das Licht hält, wenn man dann einen ordentlichen runden Kreis sieht, der sauber aussieht, dann ist das soweit in Ordnung. Wenn wir jetzt gerade dabei sind, machen wir mal hier unten noch die Schraube raus. Das ist ein 11er Schlüssel, das ist immer ein bisschen speziell. Die Schraube wurde sogar auf der Drehbank hergestellt. Aber warum wir die immer 11er Schlüssel genommen haben, keine Ahnung. Gibt es ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr. So. Und da sehe ich gleich, hier versteckt sich auch noch eine Düse. Die dürfen wir nicht vergessen. Die Frage ist, na, da kommen wir mit dem Schraubenzieher gar nicht ran. Da muss ich mir mal einen anderen besorgen. Kommt die raus? Ich bin mir nicht sicher. Es klang so, als hätte sie sich gelöst. Ja, tatsächlich. Ist draußen. So, jetzt haben wir hier Folgendes, die Düse ist völlig zu und genau, wie kriegen wir die jetzt sauber? Da kann man jetzt folgende Sachen machen. Entweder man hat dafür einen speziellen Düsenreiniger oder ich zeige euch jetzt mal den einfachen Weg, was jeder wie ich hat. Und zwar ist das eine Drahtbürste, so mache ich es immer, wenn ich jetzt nicht gerade so einen speziellen Reiniger habe. Und dann trennen wir uns von der Drahtbürste hier so einen einzelnen Draht ab. Der ist nämlich ziemlich dünn. Und versuchen damit hier zur Düse freizukratzen. Wie ihr seht, zack, ist es jetzt sauber hier. Dann kann man noch ein bisschen so hier rumreiben. Genau, und dann kriegt man hier seine Düse tatsächlich prima sauber.
Und genau, ich hole mir jetzt nochmal trotzdem meinen speziellen Düsenreiniger und zeige ich das nochmal damit. So, das ist, das ist nämlich das Teil hier. Da hat man so verschiedene Größen von Drähten und kann dann damit hier auch gut seine Düsen reinigen. Ich muss jetzt mal hier versuchen mit dem hier, der ist ziemlich dünn. Mal hier einen Durchgang bekommen. Sieht aber jetzt nicht so aus, ich glaube, der ist auch schon zu fett. Also teilweise sind die Düsen halt wirklich so dünn, dass man hier mit den Drähten nicht durchkommt. Der sieht nochmal ein Stück dünner aus. Ja, mal gucken. Ja, es sieht nicht so aus, würde das klappen hier. Aber genau aus dem Grund nutze ich eben meistens die Drahtbürste, weil die Düsen teilweise so fein sind, dass man hier mit diesen Reinigern noch keine Chance hat. Ich kann damit zumindest jetzt äußerlich hier das bisschen abschmörgeln. Nochmal mit dem Bremsreiniger durchgehen. Gucken, ob wir das hinbekommen. Wie ihr seht, geht durch die Düse durch. Sprich, die ist sauber. Und ja, wir können die wieder reinsetzen. Gleich wieder festschrauben. Das muss ich später nicht vergessen. Ja, übertreiben muss man das nicht. So, damit wäre die gereinigt. Jetzt gucken wir mal. Hier ist unsere spezielle Schraube dafür. Die Dichtung ist jetzt ja noch dran. Machen wir das wieder fest. Zack. So. Und die Düse haben wir ja auch gereinigt. Soweit. Hier können wir jetzt auch nochmal versuchen, ob wir mit so einem Reiniger-Dinger durchgehen. Die ist ja nicht ganz so klein. Ja, der passt auch nicht. Hier mit dem bestimmt. Ja. Und da kann man nochmal ein bisschen kratzen an der Seite. Und damit ist man nur mal sicher, dass man eine saubere Düse hat. Ich muss versuchen, die hier wieder reinzubekommen. Das ist ein ganz schönes Gefummel hier. Ja. Idealfall. Kann man das hin? Nicht so idealfall nicht. Hier, zack, habe ich es geschafft. Die Düse blieb zum Schraubenzieher hin. Was vorteilhaft ist. Hier kann man nochmal gucken, ob das freigängig ist. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir hier unten. Das auch noch rausbekommen. Ich möchte jetzt nichts dran rumstellen, weil das alles natürlich irgendwie eine Bewandtnis hat, wie das eingestellt ist. Die Schraube braucht man eigentlich nicht rausmachen. Das ganze Gestänge hier muss jetzt auch nicht sein. Im Idealfall könnte man jetzt hier nochmal sauber machen. Ich gucke mal, ob man das einfach nur vielleicht zur Seite drehen kann. Ne, sieht nicht so aus. Gut. Ja, warte, ich habe noch eine Idee. So, dass wir das mal jetzt ein bisschen nach oben ziehen. Das will auch nicht so richtig. Ich denke, man muss das jetzt hier auseinanderschrauben. Da traue ich mich aber nicht ganz ran, weil das hier eine Einstellungssache ist. Und wenn das nicht mehr richtig stimmt, dann das ist ja hier mit unserem Schaukrummel in Verbindung. Dann, läuft unser Vergaser im blödsten Fall dann nicht mehr ordentlich. Ja. So, dann haben wir jetzt hier noch was. Das können wir auch nochmal rausschrauben. Wieder gut fest, die Schrauben. Ich gucke mal, ob ich da mit reinkomme. Nee, nicht. Gucken wir mal mit dem Schraubenzieher hier. Hier nur eine Schraube, sprich hier herrscht eigentlich auch kein Handlungsbedarf. Das haben wir ja schon gesäubert soweit. Können wir die auch wieder reinmachen. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher wegen dem Schockzug, ob wir den jetzt rausmachen oder nicht. Also den Bohrhäuber von vorne reden, haben wir da halt noch eine Düse drunter sitzt, die ich eigentlich gerne reinigen würde. So, dann unseren Schuh ab. Ne? Hier sitzt eigentlich soweit nichts groß drin. Hier ist eigentlich, wie gesagt, wenn man das hier ein bisschen reinigt, reicht das aus. Und das Teil. Wenn wir jetzt mal uns den Achterschlüssel
Ah ne, es ist nicht der 8er, es ist der 7er. Zack, und die hier lösen. Lass es einfach mal rausdrehen hier. Na, das hat sich natürlich verstellt. Das hat auch nichts gebracht. Ich weiß nicht. So richtig weiß ich nicht, wie das hier drin soll. Ich müsste jetzt das Teil rausbekommen. Ich sehe gerade hier an der Seite ist eine kleine Schraube. Mal versuchen, ob wir mit der rausbekommen. Ob man dann. Ah! Ja, so kann es gehen. Jetzt sehe ich aber gerade, dass das hier gar keine Düse ist, sondern einfach nur ein Ventil. Sprich, ja, eigentlich herrscht hier kein Handlungsbedarf. Ich gehe jetzt nochmal mit Bremsreinigung drauf. Aber das sollte soweit nichts Problem sein. Und dann setze ich das jetzt einfach wieder zusammen hier. Mach das wieder fest. So, hier wieder drauf. Probieren wir es auch mal dann aus, wenn wir das hier festmacht, ob das auch so funktioniert wie vorher. Sorry, dass jetzt hier das Bild ein bisschen verrückt war. Das ist natürlich nicht so. So, vielleicht. Habe ich jetzt einen 7er Schlüssel getan. Haben ist er. Machen das hier wieder fest. Und wenn wir jetzt hier den Choke so drehen und das macht den hier. Sollte das eigentlich so passen? Genau, die hat man raus, hier unten die hat man raus. Jetzt geht es noch weiter, wir haben hier noch eine Düse. Wir haben hier einen passenden Schraubenzieher, mal gucken, ob das mit dem hier klappt. Der ist nicht ideal, aber doch, es klappt. So. Die Düse ist soweit eigentlich sauber. Können wir auch nochmal mit unserem Reinigerstäbchen durchgehen. Jetzt nehme ich mal den hier. Ja, das geht nicht so richtig. Auch zu fett. Daneben mit dem hier. Kommen die wieder rein. So, wir haben jetzt noch die Dinger hier, das Teil. Das würde ich jetzt einfach ganz gerne auch mal rausnehmen. Uns das mal angucken hier. Das ist ein bisschen blöd hier. Kriegt man vermutlich gar nicht so richtig raus. Doch, so. Zack. So schaut das aus. Es ist verbunden mit irgendwie dem Kanal. Guck mal, dass das hier freigängig ist. Durchgängig. So rum, nee, so rum drinnen. Wichtig, dass es richtig rum ist. Oh, das fällt mir gerade auf. Hier war gerade noch eine Dichtung. Ja, hier ist er. Auch wieder dazwischen. Das hier fest. Da klappert es auch nicht mehr rum. Vorher hat es nämlich rumgeklappert, was nicht so ideal ist. Und genau. Was gibt es jetzt noch? Hier war eigentlich alles soweit sauber. Das hier war nur eine Schraube. Wir können nochmal den hier rausnehmen. Ist auch 11er, warum auch immer. Ich weiß nicht genau, was das hier eigentlich im Hintergrund hat mit den 11, aber das war früher scheinbar so Standard. So. Hier sitzt nämlich auch nochmal eine Düse dahinter. Siehe da. Und hier in dem Loch ist auch nochmal eine Düse. Die machen wir auf jeden Fall nochmal raus. Denn das kann gut sein, dass hier
noch ein Grund ist, warum unser Verfahren vorher nicht so ideal lief. Gut, das scheint mir wieder eine Art Einstellschraube zu sein. Merke ich gerade. Oh ja, das ist die Einstellschraube. So. Auf jeden Fall nochmal dazu belesen, wie man das Ganze damit einzustellen hat, denn es gibt doch von mehr Sachen. Die Einstellschraube machen wir jetzt einfach nochmal hier grob sauber. Hier ist eine Dichtung dran. Gucken, dass hier kein Dreck sitzt. Hier vorne an diesem Einstellstäbchen, womit man dann hier das Gemisch oder was weiß ich einstellen kann. Darf natürlich auch kein Dreck sein. Wenn wir das gemacht haben, kommt die wieder rein. Die schrauben wir jetzt einfach mal komplett rein. Fest ist und dann anderthalb Umdrehungen raus. Genau die Einstellung weiß ich jetzt nicht, aber wir machen es jetzt auch mal so. Hier haben wir noch eine Schraube drunter, die wollen wir jetzt auf jeden Fall noch mal reinigen. Ja, das ist eine Düse. Und gucken wir mal, ob die rausgeschraubt bekommen. So sieht die aus und die scheint auch zu sein. Ich mache einen Reiniger hier, der jetzt hier drauf gestanden hat. Ja, das scheint sehr, sehr klein zu sein. Guck mal, das ist schon mein kleines Stäbchen. Hier ist noch ein kleineres. Vielleicht geht das, sonst machen wir wieder mit der Drahtbürste. Ja, das sieht nicht so aus wie das da. Nehmen wir uns eine Drahtbürste. Hier wieder unseren abgetrennten Draht davon. Und gucken wir, zack, sind wir durch. Das geht immer super, finde ich. Kommen eigentlich auch echt durch die kleinsten Düsen durch, weil die Teile halt wirklich so gering im Durchmesser sind. Und das ist jetzt noch nicht mal eine kleine Drahtbürste, es gibt ja noch feinere. Ja. Alternativ kann man auch von einem Bautenzug zum Beispiel so eine einzelne Litze nehmen. Funktioniert eigentlich genauso gut. Das sind so die zwei Optionen, die man eigentlich hat. Hier gehe ich wie bei allem nochmal mit Bremsenreiniger durch. Dass das hier auch frei ist. Dann kommt das wieder rein. So. Die Schraube wieder da drüber, die da drin war. So, die hier. Damit wäre das soweit fertig. So, ich habe jetzt hier alles sauber gemacht. Soweit mehr Düsen gibt es jetzt eigentlich nicht. Also wir haben alles erwischt jetzt. Und genau, jetzt muss man das eigentlich nur noch zusammenbauen. Es ist eigentlich nicht so kompliziert. Halt einfach nur alles wieder zusammensetzen. Und wenn wir das gemacht haben, bauen wir den mal ein. Schauen mal, wie es läuft. Kümmern uns die Einstellung. Ich habe jetzt die zwei Gemischschrauben jeweils auf zwei Umdrehungen raus eingestellt. Und genau, wir gucken einfach mal, ob das so funktioniert. So, den Vergaser jetzt wieder dran. Wie ihr seht, hier tropft es ein bisschen. Das kommt aus dem Überlauf, sprich wir haben irgendwie ein bisschen ein Problem mit unserem Schwimmerventil. Kann sein, dass es nicht ordentlich eingestellt ist. Müssen wir vielleicht nochmal kurz aufschrauben. Jetzt wollen wir erstmal probieren. Manchmal ist es auch so, das geht einfach weg, wenn man den mal laufen lässt. Weil sich das ein bisschen freirüttelt oder sonst was. War so meine Erfahrung. Sprich, wir lassen uns von dem Tropfen da jetzt mal nicht stören. Und ja, gucken erstmal, ob er irgendwie anspringt. Und ja, genau. Gucken wir mal. Schon mal angesprungen, hat auch halbwegs Standgas gehalten. Ist natürlich jetzt wieder ausgegangen.
Ist aber besser als vorher, muss ich auf jeden Fall sagen. Da hat er nämlich gar keinen Schlangengast gehalten. Und das war jetzt ohne Choke, der ist sofort angesprungen. Soweit erstmal nicht schlecht. Tropft aktuell nicht mehr. Mal sehen, ob es wieder anfängt. Aber ja, ich würde sagen, wir versuchen nochmal, ob er jetzt wieder kommt gleich. Und geben vielleicht nochmal ein bisschen Gas dazu. Also richtig Standgas halten oder nicht? Warm gelaufen sein. Ja, okay, ist scheiße jetzt, aber machen jetzt mal folgendes: Wir versuchen jetzt mal die Schraube hier einfach ein Stück rauszudrehen. Mal so eine Umdrehung. Gucken, ob das verbessert oder verschlechtert. Und ja, versuchen jetzt demnach das uns ein bisschen einzustellen. Ich bin aber so schon mal relativ zufrieden, wie er jetzt läuft. Also so könnte man auf jeden Fall schon mal fahren. Das mit dem Standgas wäre natürlich aber schön, wenn das auch noch klappt, dann so, dass es auch wirklich anbleibt. Besser geworden. Können wir versuchen, ob wir mit dem Schraubenzieher an die andere Schraube kommen, um die nochmal einzustellen hier. Hier haben wir auch noch eine Schraube drin. Ja. Die nochmal ein Stück rausgeschraubt. Machen wir die. Ja. Lassen wir die mal so. Gucken, ob das noch was ändert. Aber soweit Vergaser ist erstmal jetzt gereinigt, muss es halt noch eingestellt werden. Läuft auf jeden Fall jetzt schon mal gar nicht mehr so schlecht.
Ah, okay, schade. Jetzt ist er ausgegangen. Gucken wir mal, ob wir ihn wieder anbekommen. Ja, gut. Das ist ja alles so schön isoliert. Da kann ich jetzt nie so einfach fremdschaden. Aber ja, ihr seht, es läuft erstmal wieder. Gar nicht mehr so schlecht. Hat es sogar halbwegs Standgas gehalten. Und damit wäre das eigentlich auch soweit alles, was ich in diesem Video zeigen wollte. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ich weiß, das Tutorial war jetzt nicht das professionellste, weil ich genau diesen Vergasertyp noch nicht offen hatte. Aber ich denke mal, wir haben alles gezeigt, was es hier zu reinigen gibt. Und das Vorher-Nachher-Ergebnis ist auch extrem krass, wenn man überlegt, dass vorher der Vergaser so aussah wie die Lichtmaschine hier unten und der jetzt aussieht wie neu, ist das definitiv nicht schlecht. Undicht ist er auch nicht mehr, läuft nichts mehr aus. Das ist genau das, was ich gesagt habe, wenn er bei euch beim Einbau erstmal anfängt unten zu tropfen, lasst euch nicht direkt davon stören, schmeißt das Ding erstmal an, guckt mal, ob es läuft, und wenn es danach immer noch tropft, dann könnt ihr nochmal gucken, ob er vielleicht euren Schwimmer verstellt. Bloß meistens ist es so, dass es einfach nur sich irgendwie verhakt, und dann, wenn man den anschmeißt, rüttelt das so sehr, dass sich das dann frei quasi gerüttelt hat und dann am Ende auch dicht ist. Genau, das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.